Ja, hallo zu einem weiteren Video vom Zentrum für Yoga. Mein Name ist Markus Ritz. Hier in einem Räumchen, überall wo ich bin, ist praktisch mein Yoga-Studio, Videostudio Ritz. Hier jetzt auf YouTube, Markus Ritz Zentrum für Yoga. Ihr findet dort mittlerweile über 670 Videos rund um die Thematik Yoga, Leben, Gesundheit. Viel gemischt aus vielerlei Perspektiven gesehen, das Leben, die Erkrankungen, die Probleme des Lebens, die Gelenke, die Organe, die Strukturen, die Augen, die Ohren, alles aus vielerlei Sicht. Aus Sicht der Schulmedizin natürlich immer wieder, aus Sicht der Naturkunde, aus Sicht des Yoga, aus Sicht der traditionellen chinesischen Medizin und aus Sicht der Psychosomatik. Ja, ihr könnt auch gerne Texte lesen auf meiner Website www.kraftundenergie.com beziehungsweise in meinem Yoga-Magazin Padmasana. Könnt ihr gerne euch bei mir Informationen holen dazu. Aber heute geht es um das Leben, das gelebt werden sollte, dürfte, wollte, möchte, könnte. Doch der Mensch schafft es nicht, das Leben zu leben, weil ich muss noch dies machen, weil morgen ist das, weil nächste Woche muss ich da und da sein, weil bis dahin muss ich fertig sein, weil jetzt noch die Wäsche gemacht werden muss, ja, weil wir morgen dann und so weiter. Nun, eine ewig lange To-Do-Liste, doch keine Lebensliste. Das Leben wird geduht. Do's and Don'ts, das meiste tut man eben nicht so gut und vergisst dabei das Leben. Dann hat man abends seine Liste abgehakt, Arbeit, Familie, Hobby, eingekauft, gekocht, gegessen, geschlafen, Sex gehabt und so weiter. Abgehakt, fertig, neuer Tag, neue Liste. Gut, man kann auch Listen kopieren, da muss man sie nicht neu machen, da macht man jeden Tag dasselbe. So schaut es bei vielen im Alltag aus. Und wenn man dann fragt, na, was hast du für dich getan heute? Oh, keine Zeit gehabt. Der Therapeut fragt, haben Sie mal 5 Minuten Ihre Rückenübungen gemacht? Oh, nein, habe ich vergessen. Nun, wo bleibt die Zeit für die Gesundheit, für die Lebensfreude? Nicht die Freude nach einem Bier, dass man dann sinnlos lacht, sondern einfach von innen heraus die Freude des Lebens genießt. Den Moment des Lebens genießt, weil oft sind die Gedanken im Morgen, in der nächsten Stunde, beim Kochen schon, beim Essen. Und beim Essen hat man schon die Gedanken beim Schlafen, wann man früh wieder aufstehen muss und so weiter. So ist man nie im Hier und Jetzt, sondern immer in der Zukunft, irgendwo da, wo man gar nicht ist und da, wo man vielleicht gar nicht weiß, ob man da jemals hinkommt. Und so wird das Leben verplant, wie in meinem Video schon erzählt. Planlos verplante Pläne heißt dieses Video, könnt ihr euch mal anschauen. Und man versucht immer etwas zu tun, zu erreichen, fertig zu machen, zu arbeiten und vergisst eben das Leben. Das Leben hat nichts mit Freizeit zu tun. Die Erholung hat nicht immer mit Freizeit zu tun, sondern mit einem ruhigen Geist, den ich auch bei der Arbeit haben kann. Beziehungsweise, wenn mir beispielsweise die Arbeit Spaß macht, könnte ich 15 Stunden arbeiten, ist kein Problem. Vielleicht nicht dauerhaft, weil dann ist man erschöpft. Aber wenn die Arbeit keinen Spaß macht, keine Freude bringt, dann ist man schneller fertig und die Gedanken sind überall, aber nur nicht bei der Arbeit, weil man möchte ja gerne weg. Das Leben ist immer im Moment und im Moment gibt es eben keine To-Do-Listen. So kann man sich einen Plan machen für wichtige Dinge, die zu tun sind. Der Rest sollte man sehr karg aufschreiben, dass man einfach mal Zeit hat zum Nichtstun. Planlos verplante Pläne, planlos verplantes Leben und dann fragt man sich kurz vor dem Tod oder wenn die Rente kommt, ja, was mache ich denn jetzt? Ja, wenn der Tod kommt, bereuen viele, ach, ich hätte das gerne in meinem Leben gemacht, dieses, jenes, welches, hätte gerne mehr Zeit für meine Kinder gehabt, aber ich muss ja immer arbeiten.
Der Begriff man muss ist schon mal völligst widersinnig, denn man muss nicht viel arbeiten. Arbeiten sicher, man muss was tun, dass man was zum Essen hat, da Geld hat, natürlich. Aber das, was viele unter Arbeit verstehen, ist einfach nur Geld verdienen. Arbeit ist im Grunde das, was Freude macht. Wenn man sein Feld bestellt als Bauer, dass man weiß, man, ja, da habe ich was zum Essen, kann noch was verkaufen, da habe ich was von. Und andere Berufe könnten auch Freude bringen, aber oft ist es einfach nur, ich will Geld verdienen. Eigentlich würde ich gar nicht so viel arbeiten wollen, aber ich brauche das Geld, weil ich einen gewissen Lebensstandard habe, weil dieser immer da sein muss, weil ich diesen brauche, weil den auch die Frau, der Mann braucht, der Partner, die Partnerin, egal, den gewissen Standard aufrechtzuerhalten, und dann muss man halt arbeiten. Ja, aber was wäre, wenn man weniger hätte? Müsste man nicht zu viel tun. Hätte mehr Zeit, könnte das Leben mehr leben. Und diese ganzen To-Do-Listen und der Stress, der dazukommt, führt eben dazu, dass man nicht im Hier und Jetzt ist, sondern möglichst schnell und effektiv die Sachen bearbeiten möchte, fertig kriegen möchte und dann vor den Fernseher kann zum Beispiel oder in den Urlaub fahren kann, aber da erholt man sich oft eben auch nicht. Ja, so ist das Leben. Das Leben ist im Moment, das Leben ist im Hier und Jetzt und viele Menschen vergessen das eben. Versuchen immer irgendetwas zu erreichen, zu erzielen. Ob es Geld verdienen ist, ob es ein Titel ist, ob es ein Dank ist, ist immer dasselbe Prinzip. Man versucht, seine leeren Krüge in sich selbst aufzufüllen, ob es finanziell ist oder eben verbal oder mental, wie auch immer. Aber da kommt man nicht hin. Denn das ist wie ein Sieb, auch hier gibt es ein Video dazu, der Sieb, dem Gehirn, der das, was man erreicht, immer durchfallen lässt, oder schnell oder langsam, ist egal. So wie wenn man so einen Teig in den Sieb tut, irgendwann nach 50 Jahren, 20 Jahren sickert es immer wieder durch. Wenn es flüssiger ist, geht es natürlich schneller. Und der Mensch sollte wieder anfangen, sich auf sich selbst zu besinnen, zu schauen, was ist wichtig im Leben. Worum geht es im Leben? Nicht um Arbeit, nicht um Geld zu verdienen, nicht um 50.000 Facebook-Freunde oder 100.000 auf Instagram zu haben, sondern es geht um, ja, schlussendlich das Thema, weniger ist mehr. Es geht um das Sein, um das, was ist und nicht um das, was ich gerne hätte, was ich mir wünsche, was ich brauche, sondern das, was da ist. Und das, was das Leben einem geben möchte. Und nicht was das Ich möchte, das geprägte Ego, sondern das, was das Leben einem geben möchte, dass man sich entwickelt, dass man schlussendlich dann auf der langen Reise erkennt, wer man ist, und dann erkennt, man ist wohl ein göttliches Wesen, ein Teil der Natur, ein Baustein, was auch immer. Es ist, das Prinzip ist immer dasselbe. In jeder Philosophie, Religion, alles, es dreht sich immer um das Glücklichsein. Und glücklich ist man nur, wenn man es schafft, im Moment zu sein. Ohne das Denken, ohne das Wollen, ohne das Wünschen, ohne das Ego, sondern einfach das, was jetzt gerade da ist, in diesem Video, in diesem Leben, in diesem Raum, in dieser Welt, in meinem Umfeld, das ist das Leben. Und man weiß nie, wie lange man lebt, was kommt, wie krank man wird und warum so viel verplanen, irgendwas erreichen wollen, wenn man gar nicht weiß, ob man es jemals überhaupt erreichen wird. Nun, das waren ein paar Gedanken zum Abend und ich hoffe, euch gefallen meine Videos. Wenn nicht, ist auch gut, kann nicht jedem gefallen. Wenn ihr mehr wissen wollt, mehr sehen wollt, hören wollt, kommt auf ein Seminar, ein Workshop im Yoga oder schaut auf meiner Website vorbei, www.kraftundenergie.com oder eben auf meinem YouTube-Kanal Markus Ritz Zentrum für Yoga.
Und wenn euch da noch etwas fehlt, schreibt es in die Kommentare oder eine Direktnachricht, dann mache ich gerne zu euren Themen persönlich ein Video. Nun, vielen Dank und bis zum nächsten Mal.